Da sind wir wieder zum großen letzten Schlagabtausch. Ja, wir wurden zu Recht darauf hingewiesen gerade, dass noch ein wenig Salz zu holen ist. Am Ort meines letzten Ablebens. Und danach werden wir uns mit dem rufenden Horn irgendwo hin teleportieren, wo es schön warm ist. Ach komm. Bleib oben, sonst wenn du stirbst, ist dein Salz. Naja, das ist richtig, aber ich wollte halt mit so einem Geilen hier mit dem Bam. Mit dem sogenannten. Ja, du hast ja alles unter Kontrolle. Da ist er. Oh, ach. Ach. Okay. Oh. So. Was ist denn, warte mal gerade, komm mal hier zu mir. Gucken wir mal nach unten da. Du meinst, ob hier noch irgendwas. Nee. Wenn du willst, kannst du den Todessprung machen, aber. Ich wäre auch bereit, dich nochmal wiederzuholen. Ja. Du lebst noch, dann komme ich mal zu dir. Okay. Das ist aber, glaube ich, hier noch mehr Early-Gebiet. Das käme doch sehr. Das. Ja, ja. Nee. Das ist nicht gut. Komm mal mit, wir gehen jetzt mal hier. Schön. Jetzt willst du aber so richtig backtracken, ne? Ja, aber es ist doch, wenn man schon mal hier ist, das ist ganz der Anfang. Mhm. Otter! Das Otter ist, nicht. Das ist leider wahr. Das ist ja hier ganz am Anfang. Das sag einmal. Erinnerst dich? Ja. Da hatten wir ja noch nichts. Wir haben Indianer gespielt. Das Problem ist, hier kommt auch nicht so viel bei rum. Ups. Das gefällt mir nicht. Ich sag dir, hier sind wir komplett falsch. Ja, aber hier können wir auch jetzt weg. Quasi, sind wir ja ganz am Anfang. Aber uns bringt jetzt vielleicht der Captain Ding. Können wir hier nicht? Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Gibt's denn hier nochmal? Ich guck mal derjenige. Begge Ding, 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 Ding. Ja, Maul. Ich nutze mal die Gelegenheit, um nochmal aufzusteigen hier. Die wollen aber jetzt nichts mehr, ne, von uns wissen hier in diesem Heiligtum. Das weiß ich nicht. Hast du eine gute Information? Oh, was hast du denn da Schönes gefunden? Das sieht aus wie ein alter Scan von einer ASM-Ausgabe. Ja, nee, ich habe nur mal Salt and Sanctuary Map eingegeben. Da gibt es auch sicherlich irgendwas, aber. Ja, gut, es gibt diese Groß-Map, ne? Ja, die ist ja auch sehr. Ja, ist aber sehr, sehr groß. Es gibt ja das Salt and Sanctuary Wiki. Aber dann gibt es halt hier sowas. Da muss man sich erstmal einlesen, das ist ja schrecklich. Das mag ich nicht. Ich check mal kurz das Rufhorn. Dome of the Forgotten müssen wir. Da geht's halt von der Red Hall of Cages hin. Aber das willst du mir ja die ganze Zeit nicht glauben. Doch, aber dann sag mir doch nur, wo. Red Hall of Cages. Soll ich uns zurück dahin beamen wieder? Aber der weite Strand, das war doch da das Gebiet, wo wir neu hingekommen sind. Geh doch mal dahin. Wohin? Sag nicht bitte Red Hall of Cages, da haben wir die ganze Nacht verbracht. Zum weiten Strand, ja? Doch, doch, von da geht's weiter. Zu Red Hall. Zu Red Hall of Cages. Da geht's weiter. Aber du weißt, dass da viele verschlossene Türen waren. Ich sag's nur nochmal. Go down to find the sanctuary. You may go right to the Dome of the Forgotten. Na gut, Hörnchen wird geblasen. Oder wurde schon geblasen, die Tür macht sich jetzt erst auf. So, go right. Also, falls das damit gemeint ist. Ja, da kommen wir ja her. Das sollte ich ja sagen. Alles klar, tschüss. Das macht mich fertig, das Spiel. Ja, aber wir waren da ja auch schon in den Dome und hatten, glaube ich, dieses Gefühl, dass man immer noch irgendeine Fähigkeit nicht hat. Ja, aber die kriegen wir ja da. Im Dome. Ja, wo denn sonst? Ja, was weißt du denn? Nee, hier ist ja falsch jetzt. Ja, wir können ja zurück. Ich weiß nicht.
Oder oben, oder? Ja. Hast du nicht die Kackpyramide auch gleich am Start? So, jetzt erstmal hier schön rein. Dome of the Forgotten. So. Das ist schon mal erstmal natürlich schön, wieder hier zu sein. So, hier haben wir nämlich noch gar nichts gemacht. Ja, weil wir es... Hier sind wir nämlich richtig. Und du hörst jetzt mal, was ich sag. Gibt's doch gar nicht. So, komm zu mir. Komm, so viel komm. Wieder, nee, da müssen wir nicht schon wieder mit dem labern. Der hat nix. Du bist so widerspinstig. Ich komm zu dir. Ja, ich geb so. Zu. Hier waren wir noch gar nicht. Stimmt. Hä, wie hast du den? Ja, ich hab irgendwas wabern sehen, aber das... Nicht schlecht. Nice. Ich komm zu dir. Da macht er wieder Quatsch, der Gäbel, ey. Okay. Ach, hier waren wir doch schon mal, oder? Da oben links? Da lag was, ne? Ist ja auch so ein leerer Sack. Mal, ja? Doch, 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 hier waren wir. Schleichen greift an, erwartet. Oh. Waren wir jetzt hier schon mal? Ich glaube, hier waren wir schon mal. Aber die Viecher erinnern. Aber vielleicht können wir jetzt... Die sehen auch sehr Castlevania-esque aus. Okay, auf drei. Ey, ich bin wie Winston Wolf aus Pulp Fiction. Ich denke schnell, ich arbeite schnell, ich handle schnell. Für Zweifel habe ich einfach keine Zeit, Colin. Von dir werden wir noch, wir werden noch Lieder hören. Okay, okay, komm, komm, komm. Das klingt nach einem auf drei Abenteuer, oder? Okay, aber warte, ich zähle. Eins, zwei, drei. Nicht geklappt. Kann auch hier lang gehen. Schönes Wetter draußen. Sonne kommt raus. Klasse. Was war das? Was war das? Weiß ich nicht. Vielleicht dein schneidender Zynismus. Ach, war das vielleicht auch klasse, dass wir gerade nicht dieses, wo du sagtest, sprich nicht schon wieder mit der. Ist ja, die hat eh nichts zu verkaufen, dass wir das nicht gereleitet haben, um direkt dahin zu kommen jetzt wieder, ne? Halt mal, das habe ich ja sogar vorhin sogar noch gesagt. Du kannst doch jetzt nicht einfach meine klugen Ratschläge annektieren und als deine ausgeben. Das gehen wieder hier als, das sind wieder 4 Minuten. Ne? Oh, kann man uns da nicht hinbieben? Ihr könnt den Rahmen ruhig wegnehmen. Mein Zynismus-Säckchen ist aufgebraucht. Leer bis auf den Grund geschoben. Das wage ich zu bezweifeln. Ist so. Ich kann nur noch mit entwaffnender Ehrlichkeit hier arbeiten. Ich bin einfach kaputt. Das schlaucht mich hier schon wieder. Und ich habe noch 2 Stunden Game Plus Daily vor mir. Ey, weißt du was, Colin? Nein. Ich habe heute noch Chat-Duell. Das soll aber eine sehr gute Sendung gegen sein. Gegen Viva Con Aqua, da freue ich mich drauf. Heute Abend. Machst du im Team gegen oder machst du Moderation? Nee, ich mache im Team. Das ist schön, das ich freut mich. Ich bin echt heiß. Gegen die... Ich weiß, ich bin ein großer Quiz-Show-Fan. Ja. Und da freue ich mich drauf. Wer ist denn von unserem Start da? Weißt du das? Ist das schon bekannt? Lars und Le Mans, glaube ich. Und Nils moderiert. Das ist ja toll. Das ist ja quasi. Also, das ist, lohnt sich ja eigentlich dran zu bleiben, ne? Da lohnt es sich dran zu bleiben. Da lohnt es sich, einfach den Sender laufen zu lassen und den Adblock auszuschalten. Nein! Oh, wir sind so schlecht. Wieso bin ich denn überhaupt runtergefallen? Wieso bist du denn da runtergefallen? So. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen, ach nee, das ist noch nicht gefolgt, die Folge ist noch nicht gelaufen, kann man noch nicht sagen. Aber wie die bereits aufgenommene, kleiner durchgenommen Folge, ohne zu viel zu verraten, würde ich sagen. Ja, nehme ich nicht dran. Ich habe das Gefühl, es ist ein ähnliches Ding hier, dass wir kurz vor einer Sensation sind und dann abgeben müssen an die angeschlossenen Funkhäuser. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß genau, wie du meinst. Und es lässt dann mit so einem schalen Gefühl zurück. Ach. Ach, ich dachte, egal. Ist ja nicht schlimm, ich dachte, ich bin du. Hier oben waren wieder unsichtbare Gegner, ne? So, jetzt aber hier schön.
Aber zu Recht möchte ich sagen. Wieso? Es reicht doch, wenn es einer schafft. Dann mach du. Ohne Ansage. Mach du es einfach. Ich beam mich zu dir. Da. Das ist ja natürlich, rechts war natürlich auch noch was, ne? Links. Was, links meine ich. Lass mal links, bitte links gucken. Da würde ich sagen, das springt jetzt. Schaffen wir das? Das ist schaffbar. Ich mach. Oh, jetzt neue Fähigkeit. Die Fähigkeiten gibt's doch. Skorpion, Skorpion Kolok. Die Sachen gibt's doch von so einem Typen. Stimmt, immer. Ja. Aber es wäre so schön. Ich wünsche mir das so ein bisschen. Weißt du, kennst du das Spiel, ne? Marvel 4 schwere Rüstung. Oh! Ups. Ja, die Leute haben auch teilweise einen Adblock an. Verstehst du? ED geschrieben. Mhm. Nicht schlecht. Aber der wird euch nicht helfen. Guck mal hier unten. Ja, ich geh mal unten her. Ja. Okay, ach, der wieder dabei. Ja, genau, als ob mich das getroffen hat. Das dumme Puppelschild. Rollen. Eiserner Schutzfall. Komm mal, ne. Kommst du da hoch? Nee, ne? Das reicht mal wieder nicht. Ne, hier sind wir ja eben gestorben. Den Aufzug haben wir offensichtlich noch nicht aktiviert. Genau, so. Entweder, ne, es bringt aber nichts. Du, einer muss das machen. Einer muss es machen. Das ist wieder ein klassischer Fall von zu zweit, da gibt es keinen Sinn. Dann mach du ruhig, ja. Ich gönne dir den Vorteil. Ja, es macht ja auch mehr Sinn, weil du kannst ja reviven. So den Rhythmus abwarten. Ist es, ja. Warum machst du sowas? Ja, weil ich... Warum mitten im Sprung? Ich verstehe das nicht. Ich wollte... Du hast nicht angekündigt, dass du springst. Das gibt's doch nicht. Ich wollte... Ich bin gerade wie ein auf dem Zehner, lass mich ausreden. Der runterguckt, dann kommst du mit einer Torte an und fragst, möchte ich mal Torte? Ich wollte dir zu Hilfe eilen. Indem nämlich, wenn wir so spielen, wenn du so springst, dann bleibt das Bild doch die ganze Zeit bei dir. You know? Und es dehnt sich nicht, sondern es bleibt bei dir. Das stimmt. Ja? Aber dann sag das doch vorher. Ja, du bist ja einfach gesprungen. Naja, das war ja einfach der Plan. Ohne. Jetzt sehe ich zum Beispiel da rechts das Ding nicht. Verstehst du? So, ja gut, dann machen wir es so. Dann mache ich in dem Moment, wenn ich das Gefühl habe, es lohnt sich. Nee, bitte mach einfach nicht. Wenn du safe bist. Sonst kommst du zurück. Okay, das war dumm. Siehst du, jetzt bin ich raus aus dem Rhythmus. Ich war schon. Ja, komm, drin. Ja, alles gut. Ist in deiner Zeit. Oh. Oh. Das hast du sehr gut gemacht. Und wir haben auch dafür die Fiole der Untersicht bekommen. Dafür gönne ich uns eine wundsame Wundversorgung. So. So. Da oben ist da auf jeden aber, Fall was. Ja, da kommen wir aber kommen nicht, so hin. Nicht hin. So, nee, unmöglich. So das wäre der extra Weg gehen. Oh, das ist ja nochmal. Oh, das sind nochmal schöne Seelen. Ah, hinter uns. Glaube ich. Was ist denn hier links noch? Hast du hier schon geguckt? Ja, also nur nach einem Item. Da sind wir ja letztendlich hergekommen, irgendwann mal irgendwo. Ist schon gut hier, ist schon gut. Ist hier vielleicht ein Geheimgang? Nein. Fiole der Untersicht, Asche des Flüstermannes. Das klingt aber erstmal überzeugend, die Items. Okay, ne? Einfach. Goldsteinring. Mhm, das klingt wie so ein Erbstück, klingt das. Gegenüber Blitzschaden, okay. Also wir haben jetzt Feuer, wir haben Blitz, wir haben viele gute Sachen. So, du hast es angezündet, alles klar, hier. Guck mal, also wenn wir jetzt nicht bald blau bekommen, dann weiß ich aber auch nicht. Hält aber was aus hier. Für, dafür, dass du so klein ist? Ah. Bossgegner, oder? Ja, deshalb wieder zurück. Ja. Wir haben guck mal, willst du mal gucken auf deine Seelen? Ja, 33.000. In meiner Welt ist das höchstens ein Level. Wir können doch eh nichts machen mit den Seelen. Wie, wir können nichts machen? Da ist ja nur ein Revive-Spot, aber kein. Ihr könnt doch aufleveln. Kann man da aufleveln? Okay, dann auf 3. 1. Was hast du vor? Zurück. Da war doch da kann man doch nicht aufleveln. Nee, dann lass uns zum Bossgegner gehen. Mit 30.000 Seelen? Ja.
Wir können auch so lange ausdiskutieren, bis die Sendung vorbei ist. Okay. Hier ist ja nichts mehr, ist doch nichts mehr. Okay, dann wissen wir, ob der Feuer macht oder was? Nee, das wissen wir nicht. Das werden wir alles rauskriegen. Warte. Eins am anderen. Göttlich gesegnete Waffe. Das klingt schon mal gut. Die nehme ich nämlich wieder. Und dann gehe ich schnell auf geistvolle Hundversorge. So, von mir aus kommen wir. Das geht alles von meiner Zeit ab. Okay. Ach, du hast verzaubert. Wo ist er denn jetzt? Oh, ach du Scheiße. Die Untouched Inquisitor. Mit seinen Sichelhänden, das wird doch kacke, ey. Ah, oh, nicht mal ein Schlag. Klasse. Aber wenn man unten drunter ist. Immer okay. Schön auf die Energie. Ja. Achten, ne? Ich mach mal eben kurz. Komm rein. Wenn man unten in ihm drin steht, weißt du? Oh, er hat aber auch mal Reichweite, ey. Wenn du unter ihm stehst, dann kannst du, dann kann er dich. Ja, kann er dich auch treffen, aber nicht so gut. Ups, ich mach mal eben heil. Ja, heil. Der ist ja mega easy. Ja? Also das, wir haben zwei Bosse, ne, auf Anhieb gelegt, möchte ich sagen. Ja, ist ja, das ist echt hier. Der ist ja mega easy und jetzt gibt's mal richtig schön Seelen. This is where the true. The Dome. Asche des Unberührten. Wieso haben wir denn, wir haben ja fast nicht, der hat nur 10.000 gebracht? Ja, war da so wenig, weil wir wahrscheinlich von da reinfallen. Das kann uns. Hier hätten wir auch sehr früh hinkommen können, ne? Wie? Ja? Ich glaube, wir haben hier keine Spezialfähigkeit groß gebraucht. Wahrscheinlich war das ein Bossgegner, den wir eigentlich schon viel früher hätten machen müssen. Das kann sein, ja. Und deswegen war der auch so unglaublich leicht. Kristallsphäre, was ist das? Ein geiler. Können wir damit über. Oh, das ist bestimmt ein geiler. Nee. Du meinst, ob wir damit über Wasser gehen können? Also über die, übergreifenden Dinge? Über die blauen Wölkchen da. Ja, guck mal. Ich gehe mal zum Inventar. Was ist denn Kristallsphäre? Nee, davon hast du schon vier. Ja? Die habe ich auch gerade schon gesehen. Da in der Mitte unten. Stimmt. Zerbrechst du ein Heiligtum, um dieses Heiligtum für euer Glaubensbekenntnis. Ach so, da können wir. Alles klar, habe ich verstanden. Oh nö. Oh shit. Die waren ja immer schon unsere besten Freunde. Nein, weg! Warte. Jetzt nicht an so Lappen sterben. Wo bin ich denn? Das sind gar. Das waren diese. Sack voll Salz. Sehr gut. Asche des Flüstermanns. Flüstermann, das klingt wie so ein aus einer Stephen King-Geschichte, wenn das Kind sagt, lass das Licht an. Ah, wieso denn das da Licht anlassen? Ich hab Angst vom Flüstermann. Na so. So, jetzt können bam, wir den auch. Bam. Ja. Sehr gut. Ja, aber wir haben immer noch kein geiles Special. Ja, komm, ich bin mir nur auch so gefahren. Ja, warum? Da unten ist doch noch ein Item. Ja, vielleicht fährt er ja wieder runter. Also, ja, natürlich fährt er runter, aber was ja, vielleicht fährt er noch tiefer. Ja. Naja, tut er nicht. Gut. Ist das hier eine Wand? Warum steigst du denn nicht aus? Weil ich wissen möchte. Nee, das wird aber nicht so sein. Steige er aus jetzt. Jetzt bin ich gespannt auf. Was willst du denn machen da? Ich hatte irgendwie gedacht, dass du sowas vorhast. Beleb mich wieder. Ich will da unten natürlich dran. Dann mach's nochmal, komm. Ich weiß, wie mach ich das denn? Ich glaube, es geht so. Fallen, man kann es ja nicht so. So. So macht man das. So, ein so. Steinführer. Der ein Steinführer. Das war wichtig. Das war wichtig. Der Steinführer. Der war sehr wichtig. Komm hier Englisch an die Kimmel. Der Steinführer war wichtig. Ne? Weißt du, was ich mache? Oh, sehr gut. So. Ganz nach zwischen oben. Aussteigen, dann erstmal nach ganz oben. Nein, ganz nach oben. Hier waren wir noch nicht. Ich glaube, bei dem dicken Eisen. Aber hier an den Wänden so hoch, meinst du? Nee, eben nicht. Das dachte ich. Der Steinführer war wichtiger Steinführer. Ich bin. Bastian, hier waren wir noch nie. Bastian Steinführer. Ey, können wir jetzt mal. Oh nee, da ist schon wieder ein Boss. Aber der kann nicht schwer sein. Wie, der kann nicht schwer sein? Wir haben 42.000 Seelen. Ja, aber wir haben auch eine spannende Möglichkeit, noch mehr Seelen zu bekommen. Ey, da okay, will ich willst du echt? Ja, ich will mal recht gucken hier, was heißt. Ich hätte kann doch nicht sein, dass hier noch. Ja gut, wir können mal gucken, wo es dann noch rechts weitergeht. So. Außer.
Problem ist, wir können nicht mehr so viele Abenteuer uns leisten, weil du siehst bei mir oben meine Fokusenergie. Ja gut, komm, dann hauen wir den auch noch um. Ich hab... Was? Können wir den noch machen, liebe Regie? Ja klar, danach kommt er innen. Was kommt denn danach? Ganz schnell. Ja, klar, ganz schnell weg hier. Zack, was glaubst denn du? Komm, dann hauen wir jetzt um hier. Ne? Komm, Kalle. The third lamp. Oh, der sieht gut aus. Der sieht krass aus. Papagei. Guck mal, der hat einen riesen... Der hat... Ach, komm. Du Scheiße, der verteilt gleich Schellen. Du musst rollen. Sehr gut. Haust du auch mal zu? Ja. Oh, Blitzattacke! Aber zum Glück nur in eine Richtung. Oh, oh. Mist. Oh, Schnabelbiss. Achtung, weg. Du kannst durch ihn gut durch ihn durchrollen. Heil dich. Ja. Ich kann nicht. Verdammte Scheiße, warte. Wo ist mein. Wo ist das hin? Ey, fuck! Ja, weil meine Scheiß! Dieses Menü, wo ist das denn? Wo ist mein Getränk? Ein unglaublicher Typ bist du. Wo ist mein Heiltrank? Ja, ich geh in den Bosskampf und fang ernsthaft, wo ist mein Heiltrank? Scheiße. Roll halt. Siehst du, ist ganz einfach. Verdammter Scheißdreck. Mach überhaupt keinen Damage. Ganze Zeit meine... Ja. Habe ich wohl nicht geschafft alleine. Wieso habe ich denn eigentlich keinen Heiltrank bei mir in meinen verfickten... Das will ich mir jetzt noch angucken. Verdammter Scheiße. 50.000 Sachen. Ja, was hätte man denn machen sollen? Dein Heiltrank benutzt... Ja, ich habe noch keinen im Inventar gehabt. Fischer, du hast immer Heiltrank im Inventar. Der sieht jetzt so anders aus, weil du verdammt neue Glauben angenommen hast. Aber ich habe doch nicht nur ein. Das ist doch völliger Unsinn, ist das. Da, du hast sogar 5 Stück davon. Wo? Das da, herzhafte Rolle. Sag ich doch, das ist aber kein Trank, das ist eine herzhafte Rolle. Das ist dein Heiltrank. Das ist völlig anderes. Jedes Mal nur einen anderen Glauben annimmst. Er sucht nach Tränken. In Wirklichkeit haben wir eine schöne... Hast du schon ein einziges Mal hau ab, raus hier jetzt! Raus hier, abgeben!